Siehst du, und schon liegt er auf der Seite. Zack, und da habe ich auch wieder eine weitere Blaupause bekommen. Und jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir hier irgendwie... Ach, siehst du, klar, wir waren hier schon mal drin gewesen, in dem Bergwerk. Jetzt erinnere ich mich gerade, wo ich jetzt hier auch gerade die Fähigkeitspunkt hier sehe und diesen unentdeckten Aussichtspunkt, den wir leider noch nicht haben. Die müsste ich mir eigentlich mal, wenn wir hier schon so drinne sind, nochmal irgendwie ergattern. Bloß ich habe noch nicht diesen richtigen Weg hier gefunden, weil der ist ja hier oben irgendwo. Und irgendwie muss ich den richtigen Weg finden nach oben. Deswegen haben wir den noch gar nicht. Da hinten ist wieder ein Techniker. Wir gehen jetzt nochmal hier hoch. Können ja mal von der anderen Seite rein. Ach, hier ist Dokument. Hier sind Dokumente. Ach, hier ist Techniker. So, dann werden wir mal den angreifen, bevor der uns hier noch zu nah auf die Pelle rückt. So, der ist schon weg. Und der ist auch weg. Sehr schön. Alter, wo kommen die denn jetzt her? Erst Verteidigung, dann Angriff. Ja, die haben gar nicht auf den Schirm gehabt. Wo kamen die denn her? Ach, alles klar. Nicht? Ach, nun liege ich auch noch. Verdammt. Ich hoffe, dass ich den noch schnell down kriege, den Typen. Den Schaufler. Den Schaufler Ratnik. So, und da sind wir wieder auf der Beine. Und jetzt müssen wir den noch schnell wegkriegen. Auf Feuer klaue ich mir schnell noch die Blaupause. Bevor wir zu sehr down gehen. So, können wir jetzt irgendwie hier... Achso, das ist ja das Falsche. Hier müssen wir ja gar nicht hoch. So, wenn wir hier einfach mal die Treppe hochgehen, und werden wir mal den Bergbauanzug da mal verknüppen. Ja. Schieß drauf da! Schnell! Oh Gott, ich werde mit irgendwelchen Scheiß hier gerade belegt. Und bin natürlich down gegangen, wie soll es auch anders sein? Krieg ich den noch schnell tot hier, den Schaufler dieser Tür da? Das könnte schmerzhaft werden. Ja, das könnte schmerzhaft werden. Ich muss ihn wegkriegen da, den Typen. Ach, verdammt, schaffe ich nicht mehr. Der muss weg, der muss weg. Schneller, schneller, schneller. Drück, was das Zeug hält. Sehr schön. Verteidigung, dann Angriff. Puh, das war gerade ziemlich knapp, liebe Freunde. Junge, Junge. Da muss ich ja mal so sagen, da ging ihm ganz schön... Muss ich da raus oder muss ich hier raus? Ich habe keinen Plan mehr, wo welcher Weg das lang war. Ach, da unten geht's noch tiefer rein. Ich guck mal hier auf unseren Dings. Ach, wir porten uns einfach mal schnell hier hin. Kostet ja nicht wirklich viel und ach, was soll der Geiz? Ja. So, und dann gucken wir mal, wie viel wir jetzt hier erreichen, wenn wir hier unseren Oliver hier mal ein bisschen was zukommen lassen. Gut, mit diesen Plänen müsste ich einen Schauflerpanzer nachbauen können. Der gelehrte Cobby wird beeindruckt sein. Wenn ihr noch mehr findet, nehme ich sie gern. Kann nie schaden. Tja, und damit haben wir natürlich die Quest absolviert. Und haben hier 7247 Erfahrungspunkte gekriegt und unsere 252 Karma-Punkte und natürlich auch ein bisschen Silber und Kupfer. So, wo retten der jetzt eigentlich hin, der Typ? Unser Oliver?
Wollte ich eigentlich schon ganz gerne mal wissen, wo der hinrennt. Aber ich denke mal, der wird bestimmt zu diesem Vor hier hinrennen. So, mal gucken. Ich wollte ja malerweise eigentlich diese Wegmarke hier holen. Und da werden wir, glaube ich, auch mal hinlaufen. Dann werden wir einfach mal hier nach dort lang laufen. In die Richtung. So, wir werden unseren Buff natürlich auch aktivieren, damit wir ein bisschen schneller flitzen. Ich denke mal, die Adlergreife, die lassen wir einfach jetzt mal außen vor, wa? Dann müssen wir ja nämlich jetzt nicht attackieren. Ach so, ich habe ja noch hier so eine schönen komischen Tränke drin. Das wollte ich euch eigentlich auch mal zeigen. Zack. Haha, wow. Was sagt ihr dazu, liebe Freunde? Und nun bin ich ein Schneeleopard. Ja. Ich finde es ja nice hier. Das sind so eine komischen Tränke. Ja. So. Zack. Und dann springen wir mal einfach mal hier runter. Zack. Zack. Und hier rüber. Und dann geben wir einfach mal hier ein bisschen Zunder, ein bisschen Stoff. Und rennen einfach mal hier lang. Wie lange hält sich das Ding jetzt an? Ich glaube 15 Sekunden oder so. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Ding anhält. Frage ist jetzt nur, ist die Wegmarke jetzt oben oder unten? Weil wir rennen jetzt die untere Variante an den Minotauren vorbei. Und ich denke mal, das wird bestimmt hier irgendwo oben sein. Hoffentlich kommen wir auch hier hochgelaufen. Natürlich nicht. Wie soll es hier auch anders sein? Das könnte ja auch ein bisschen zu einfach sein. Zack. Können wir hier irgendwie hochspringen? Ach, und da ist auch schon die Wegmarke. Trifft sich ja ziemlich gut. Jawohl, und da haben wir 16 von 18 Wegmarken jetzt hier auf unserem... wo sind wir jetzt eigentlich? Wo befinden wir uns eigentlich? Und zwar in dem Gebiet der Schaufler-Schreckklippen. Und da haben wir schon wieder was weiteres. Erobert die Skrithöhle von den Schauflern zurück. Ach du Scheiße. Und da ist aber auch wieder ein weiterer Fähigkeitspunkt drin, den wir normalerweise uns eigentlich holen müssen. Bevor wir dann nachher hier unten hingelangen. Und da ist ja auch noch eine weitere Dungeon, und zwar ein Verlies. Umarmung der Betrübnis heißt das Teil. So, dann denke ich mal, werden wir mal da hinlaufen, wa? Uns mal die ganze Chose mal angucken. Okay. Was sind denn das für eine komischen Grabsteine hier? Wo kommt man jetzt hier eigentlich rein? In diese Höhle? Oder muss ich jetzt hier außen rum rennen? Das wäre natürlich ein bisschen ärgerlich. Skrittanführer Techniker. Oder Tuck. Tick. Tuck. Was? Tuck. Tick. Tuck. Skrittanführer Tuck. Tick. Tuck. Na löl. Der versteckt sich hier, wa? Mit dem können wir also nicht sprechen. Das ist auch schade. So, hier sind Schneetrolle. Können wir also doch vielleicht mit ihm sprechen, wenn wir hier außen rumrennen? Ja, wir können mit ihm sprechen. Mal gucken. Was sagt denn unser Skrittanführer? Höhle nach dem Zwergenriechen. Nasser Zwerg, nasser Zwerg. Geruch, schlecht riechen. Selbst für Höhlen schlecht riechen. Das nenne ich ja mal eine nette Unterhaltung von unseren Tuck-Tick-Tuck. Was ist in der Höhle? Großes Tor, irgendwas Zwergisches. Hat Schlüsselloch, ihre Schlüssel versuchen vielleicht. Skritt nicht versuchen werden. Nein, hinter so große, so verschlossene Türen alles sein kann. Lieber lassen. Okay. Sehr schön. Also große verschlossene Türen.
Das sind diese Türen, die wir vorhin nicht aufgekriegt haben. Die sind halt, ja, verschlossen. Ich weiß nicht, ob er irgendwie... Hier riecht anders. Nein, echt? Ja, natürlich, wir sind ja auch kein Zwerg. Warum bewachen Schaufler die Höhle? Höhle früher voller Skritte, dann Schaufler gekommen, haben sie weggenommen. Die Pistolen gehabt und Skritt weggelaufen. Jetzt riecht Höhle wie Zwerg und Schaufler. Schlechter Geruch ist Igitt. Okay. Hat er noch was? Okay, mehr hat er also nicht. Naja, das ist unser Skritt-Anführer also. Nichtsdestotrotz müssen wir immer noch einen Zugang finden in die Höhle rein. Ich überlege bloß gerade, von wo können wir da rein? Das kann ja eigentlich nur rein theoretisch hier oben irgendwo sein. Also muss ich wieder zurücklaufen. Ach ja, zack. Ich werde mal hier mich zurückverwandeln und gucke, was ich hier noch so schönes in mein Zauberpetto habe. Ach so, wir müssen erstmal hier ein bisschen was einlagern. So. Zack, alles sammeln. Und einen Trank haben wir noch. So, was sind wir jetzt? Jetzt sind wir natürlich ein Elementar. Yeah. Zack, und kriegst einen auf die Fresse. Yeah. Gut, dann werden wir mal hier jetzt verkleidet als Elementar vorangehen. Hey ho, ihr verrückten Goodwurst-Freaks da draußen, und damit haben wir natürlich geschafft, die Blaupausen zu Oliver zu bringen und die Quest mit Bravour zu meistern. Ja, natürlich, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Seid gespannt auch drauf und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Goodwurst 2 und mit meiner Wenigkeit. Und natürlich nicht zu vergessen, na, kommt ihr drauf? Richtig, stets auf Zack. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.